Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man die Gleichung einer Kugel aufstellen kann, wenn drei Punkte auf ihrer Oberfläche bekannt sind. Zunächst, wenn bei einer Kugel der Mittelpunkt gegeben ist mit seinen Koordinaten xm, ym und zm und der Radius, dann kann man die Gleichung der Kugel in folgender Weise aufschreiben. Sie sieht so ähnlich aus wie die Kreisgleichung in einer Ebene, nur dass wir hier noch zusätzlich die Z-Koordinaten haben. Beispiel: Wenn wir einen Mittelpunkt bei 1, Stab 2 haben und die Kugel hat einen Radius von 2, dann setzen wir einfach die X-Koordinaten, Y-Koordinaten und Z-Koordinaten des Mittelpunkts hier ein und der Radius zum Quadrat steht auf der rechten Seite. Dann gibt uns diese Gleichung die x, y und z-Koordinaten aller Punkte, die sich auf der Oberfläche der Kugel befinden. Mit dieser Kugelgleichung können wir nun die gleichen Rechnungen durchführen, die wir in den vorangegangenen Videos auch mit der Kreisgleichung gemacht haben. Zum Beispiel, wir können die Lagebeziehung eines Punkts zu dieser Kugel berechnen, wenn wir wissen wollen, ob der Punkt 2, Stab 3, Stab 4 innerhalb der Kugel auf der Kugeloberfläche oder außerhalb der Kugel liegt, dann brauchen wir nur diese x, y und z-Koordinaten in die Kugelgleichung einzusetzen. Dann bekommen wir nämlich den Abstand dieses Punkts vom Mittelpunkt. Und wenn wir das alles ausrechnen, kommt 6 heraus. Wir sehen, der Abstand p vom Mittelpunkt ist größer als der Radius zum Quadrat und demzufolge liegt der Punkt außerhalb der Kugel. Wäre dieser Abstand kleiner als r Quadrat, liegt der Punkt innerhalb der Kugel und wenn er genau gleich ist, dann liegt der Punkt auf der Kugeloberfläche. Wir wollen uns nun anschauen, wie man die Kugelgleichung aufstellen kann, wenn nicht der Mittelpunkt gegeben ist, sondern drei Punkte auf der Oberfläche. Hierzu wollen wir uns mal gleich ein einfaches Anwendungsbeispiel anschauen. Wir haben hier drei Stützen, punktförmig und die Koordinaten dieser Stützen kennen wir. Wir nehmen der Einfachheit halber mal an, dass diese drei Punkte hier alle in der XY-Ebene liegen mit der Z-Koordinate 0. Nun nehmen wir eine Kugel mit dem Radius 2 cm und legen diese Kugel auf diese Punkte drauf, sodass sie zu liegen kommt. Und wollen nun die Koordinaten des Kugelmittelpunkts M berechnen. So, dazu brauchen wir eine Idee. Was schon klar ist, dieser Kugelmittelpunkt, der muss senkrecht über irgendeinem Mittelpunkt liegen, der sich hier zwischen diesen drei Auflagepunkten befindet. Wie man diesen Mittelpunkt hier berechnet, ist allerdings aus den drei Punkten nicht so ganz klar. Es ist kein regelmäßiges Dreieck oder so, sondern wir brauchen eine andere Überlegung. Und da kommt uns der Gedanke, dass wir diese drei Stützpunkte mit einer Kreislinie verbinden können. Wir sehen nämlich ganz anschaulich, diese Kreislinie hier, die wird die Kugel an allen Stellen berühren. Und demzufolge haben alle Punkte auf der Kreislinie denselben Abstand r von unserem Kugelmittelpunkt. Und ebenso haben auch alle Punkte auf dieser Kreislinie denselben Abstand r' von diesem Kreismittelpunkt m'. Diese gestrichenen Größen, die beziehen sich immer auf den Kreismittelpunkt. Und die ungestrichenen Größen r und m auf den Kugelmittelpunkt. Und wie wir aus drei Punkten eine Kreislinie berechnen können, das haben wir im vorangegangenen Video gesehen. Wir können nämlich für jeden dieser drei Punkte eine Kreisgleichung in der Ebene aufstellen. Das habe ich hier gemacht. Wir sehen für den ersten Punkt eine Kreisgleichung in der Ebene. Hier sind die Koordinaten des Punkts 2, Stab 1 eingesetzt und der unbekannte Radius R'. In der zweiten Gleichung nehmen wir uns den zweiten Punkt, setzen die Koordinaten 3 und 4 ein und die dritte Gleichung hat die Koordinaten des dritten Punkts 1, Stab 3. Dann machen wir wieder den gleichen Trick wie beim letzten Mal. Wir multiplizieren diese Klammern aus mit Hilfe der binomischen Formel. Und wenn wir nun zwei Gleichungen voneinander subtrahieren, dann stellen wir fest, dass alle quadratischen Terme herausfallen und es bleibt nur eine lineare Gleichung mit x und y übrig. Ebenso machen wir uns ein zweites Gleichungspaar mit der Gleichung 1 und 3. Wenn wir die subtrahieren, bekommen wir eine weitere lineare Gleichung. Und aus diesen beiden Gleichungen können wir uns wieder ganz leicht x und y ausrechnen. X gleich 2,5,
y gleich 2,5. Und dies sind die Koordinaten unseres Kreismittelpunkts M'. 2,5 statt 2,5. Und den Radius unseres Kreises bekommen wir auch raus, indem wir nun diese Mittelpunktskoordinaten in eine dieser Kreisgleichungen einsetzen. Zum Beispiel hier bekommen wir R'² gleich 2,5. Und damit haben wir diesen Kreis, auf dem die Kugel aufliegt, vollständig beschrieben. Als nächstes können wir daraus nun die Koordinaten unseres Kugelmittelpunkts M berechnen. Wir wissen, die x- und y-Koordinate muss mit M' übereinstimmen, denn dieser Punkt befindet sich genau drüber. Wir müssen nur noch die Koordinate z berechnen. Und dazu sehen wir an dieser Skizze hier, dass sich hier ein rechtwinkliges Dreieck bildet mit r als Hypotenuse, R' als eine Kathete und als zweite Kathete haben wir hier unsere Strecke z. Diese können wir mit dem Satz des Pythagoras berechnen. Wir lösen also diese Gleichung nach z auf und bekommen ungefähr 1,22. Und damit haben wir die Koordinaten unseres Kugelmittelpunkts vollständig bestimmt und haben damit die Kugelgleichung gewonnen. So, bei diesem Verfahren haben wir vorausgesetzt, dass der Kugelradius R natürlich größer ist als der Kreisradius R'. Sonst hätten wir hier einen negativen Wert unter der Wurzel bekommen. Das würde dann so aussehen, dass unsere Kugel hier schrumpft und irgendwann mal einfach durchfällt. Und eine zweite Voraussetzung haben wir noch gemacht. Wir haben angenommen, dass sich diese drei Punkte hier in einer horizontalen Ebene mit z gleich 0 befinden. Das haben wir der Einfachheit halber angenommen. Wenn diese Punkte irgendwie schräg im Raum liegen, müsste man nämlich eine Kreisgleichung für eine Kreislinie im dreidimensionalen Raum aufstellen und das ist alles andere als einfach. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, aber das führt an dieser Stelle ein bisschen zu weit. Aber so als zusätzliche Information, wie man eine Kreisgleichung im 3D-Raum aufstellt, klickt mal auf das Video hier oben drauf. Das ist ganz nett und interessant. Okay.